Servus liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Saphir. So, wir haben jetzt gerade unseren eigenen Vater tot geprügelt, sage ich jetzt mal. War eine geile Leistung, oder? Wer war für euch der Star des Kampfes? Luigi, natürlich. Ich wollte eigentlich mit Dickmann probieren, aber... Ja, Dickmann hat zu früh aufgegeben. Ja, aber... Ich kann es echt nicht verstehen, warum Lady Gaga Luigi abblitzen lassen hat. Tja. Ich habe jetzt von meinem Vater noch einen heißen Tipp bekommen, wo ich VM Surfer kriege. Meine Lieblingsattacke. Nichts wie los. Was haben wir denn da? Ich glaube, sein Nachbar hat den. Sag mal schon. Heikos Haus. Was? Der Heiko ist da drin? Heiko! Wo bist du denn? Hi, wo ist denn Heiko? Oh, hallo Yoshi. Wir haben hier etwas, das wir dir gerne schenken möchten. Mein Mann hat es. Sprich doch mal mit ihm, Liebes. Bin ich jetzt mit dir zusammen oder was? Ich meine, du hast schon einen Mann. Wo ist der Heiko? Servus, wo ist der Heiko? Alter Aftu. Hallo Yoshi. Unser Heiko ist viel robuster geworden, seit er im Wiesenflur ist. Das verdanken wir allein dir. Als Heiko den Ort verließ, hast du ihm geholfen, ein Pokémon zu fangen, stimmt's? Was heißt da geholfen? Das Trasler wollte doch ich haben, du Aff. Der hat's mir gestohlen. Ich glaube, das hat Heiko richtig glücklich gemacht. Ja, dass es gestohlen hat, dass es glücklich macht, das glaube ich schon. Und nicht nur Heiko, auch mich als Vater hat er sehr glücklich gemacht. Was, du bist glücklich, dass du die passt? Oh Gott. Willkommen bei die Panzerknacker, du. Glücklich, seid ihr wohl Bonnie und Clyde oder was? Glücklich darüber, dass er einen Freund wie dich gefunden hat. Mein Freund? In seinem Traum vielleicht. Das soll jetzt keine Bestechung sein, aber ich möchte dir die schenken. Vorher nur drei erhalten. Ey, Arschloch, das ist eine Bestechung. Pass auf, ich weiß, wo dein Haus wohnt. Willst du mit Angst machen, oder was? Wenn ein Pokémon-Surfer beherrscht, kannst du viele neue Orte bereisen. Ja, jetzt auf einmal auf Netz spielen. Vergiss es. Servus. Zu euch gehe ich bestimmt nie wieder. Schnell erstmal meine Pokémon heilen. Schutz wirkt nicht mehr? Ach, hab ich vorhin Schutz gehabt? Das ist mir egal. Hallo Schwester Joy. Schauen Sie her, ich hab den Balance-Orden. Ist mir doch wurscht. Achso, die heile mich von der Leidenschaft, die mich verschafft. Du sollst lieber nicht sagen, weil die Schwester Joy in Blütenburg City ist sehr reizbar. Oh, mein Gott. Hau ab hier, das sind deine Pokémon. Komm bloß ab. Entschuldigung, Mann. So, wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Ach, erst einmal Surfer verwenden. Wo ist denn der? Surfer. Nochmal da ist er. Surfer! Wer kriegt es denn? Dreimal dürft ihr raten. Luigi! Yes! Luigi, du darfst jetzt surfen! Geil, Mann! Luigi, diese Fetz. Nur was lassen wir, was tun wir denn weg? Fetz stimmt immer oben. Was nehmen wir? Tackle, Geduld, Lebensschuss, Aquaknarre. Aquaknarre. Okay, Aquaknarre kommt weg. Vielleicht kann man Tackle doch irgendwann noch brauchen. Und Luigi lernt Surfer. Natürlich, wenn du nur mit Surfer angreifst, dann nur auch so ein ganz kleiner Rest übrig, dann kannst du Tackle einsetzen. So, jetzt mal kurz auf die Karte gucken. Wo muss ich jetzt hin? Ah, ich habe jetzt eine Idee, ich müsste jetzt eigentlich... Also erstmal auf Malvern Pro City zurück, das weiß ich schon mal. Soll ich mit dem Dönerschiff fahren oder soll ich ganz normal hoch? Dönerschiff. Mit dem Dönerschiff fahren, aber erstmal Schutz aktivieren, weil wegen den Schoßhunden da. Hä? Sorry. Hallo? Hallo? Ja. Scheiße.
Ich bin gerade in der Hütte von Mr. Black, aber das Dönerschiff ist wieder weg. Ey, scheiße. Ist jetzt doch weggegluckert oder was? Scheiße. Scheiße, das Dönerschiff ist weg. Oh nein. Okay, dann hilft nur noch eins. Rad auspacken und hochfahren. Einmal durch das Würmchenwald. Hast du dein Fahrrad immer in der Tasche, oder was? Ja, immer auf Select. So ein ausfaltbares. Geil. So aufklappbar. Schutz wirkt nicht mehr. Muss ich dann später neu aktivieren. Zum Metaross City. So, nochmal Schutz aktivieren. Klupp. Einen Hafenbrief habe ich noch gefunden. Den hebe ich mir noch auf. Also normalerweise finde ich Briefe total grottig, aber der. War das der Hafenbrief, der wo so eine komische Bedeutung hat? Jo, richtig. Verrate ich aber erst, wenn ich alle 8 Orden habe. Vorbei am Schwulenclub. Die wollten mich doch fast anbaggern, ey. Wenn ich nicht schon 21 wäre, hätte ich gesagt gehabt, die sind voll pädophil, Mann. So. Schutz wirkt nicht mehr. Mir jetzt auch wurscht. Hast du keinen Topschutz? Nee, nur Superschutz. Ich glaube, Topschutz gibt's ja später. Mein Schoßhund hat's mir auch nicht gefunden. Der ist doch zu blöd dazu. So, Zertrümmerer, Bröckchen zerstören. Dankeschön, Gary. Bist doch noch was zu gebrauchen. Ach na, das darf ich ja nicht sagen, der ist ein Team-Pokémon. So, mein Schoßhund hätte ich sagen können. So. Wir sind hier jetzt in der Wüste Gobi. Jetzt heißt es. Was heißt es jetzt eigentlich? Schutz aktiviert. Weil hier gibt es was zu entdecken. Wir hocken auf dem Fahrrad. Sonnenbrille auf und auf geht's zur Paris-Dakar. Düs, 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 düs. Weg hier da. Ah, da sind wir schon. Fossilien sammeln. Oh, ja. Ist das geil? Ihr dürft jetzt mit mir ein Fossil aussuchen. Wie geil. Du hast das Wurzelfossil gefunden. Wenn du dieses Fossil nimmst, versinkt das andere im Sand. Willst du das Wurzelfossil nehmen? Sollen wir es nehmen? Ja, komm, pack ein. Wurzelfossil. Okay. Wurzelfossil erhalten. Aber ich weiß jetzt nicht, was da für ein Pokémon rauskommt. Ich weiß es. Ey! Scheiße, ich wollte das andere nehmen. Nein, wo ist es denn? Gluck, 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 gluck. Nein! In Scheiße! In Smart kannst du es dann holen, gell? Wo? In so einer Höhle. Das andere meinst du? Ja, wenn das andere versinkt, kannst du das andere holen. Ja, ich bin ja nicht in Smaragd. Scheiße, Mann. Ja, ich weiß. So, wie geht's jetzt weiter? Runter, 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 runter. Schutz wirkt nicht mehr. Ist mir jetzt wurscht. Hä, da ist Walter? Ach, den können wir doch später abbaggern. Der wartet bestimmt auf uns. Der ist eh schon so fett. Bisschen stehen ist gesund. Runter vom Rad. Stehe ich jetzt richtig? Ich bin jetzt bei der Route 118. Ich glaube, ich stehe richtig, oder? Jetzt muss ich. Das Wasser ist tiefblau. Wollen wir surfen? Ja. Wir machen jetzt unser eigenes Dönerschiff. Lurchi, mach uns das Dönerschiff. Lurchi. Es kommt schon ein Pokémon her. Ein Tentacher, scheiße. Ich würde wieder Schutz anhalten. Die Tentacher nerven einfach nur auf hoher See. Na, das bringt jetzt nichts, ich bin eh schon da. Ich bin schon eh auf dem anderen Ende. So. Ein Angler, Servus. Eine Profi-Angel ist wirklich gut. Meinst du nicht auch? Ist eine Profi-Angel gut? Ja, auf jeden Fall. Ja. Okay, wenn es meine Kumpels sagen, dann sage ich es auch. Da sind wir ja der gleichen Meinung. Ich schenke dir diese Profi-Angel. Profi-Angel erhalten. Oh cool, welche Pokémon kann man damit fangen? Carpado. Ja, mit einer Profi-Angel kann man Carpado fangen. Wo immer du Wasser findest, versuch dein Glück mit Angeln. Ich will Krebschor, oder wie das Vieh heißt. Das kannst du mit einer Super-Angel fangen.
Wann krieg ich die? Sehr spät. Oh! Auf Mosbach City. Ey Leute, wir kommen jetzt bald wieder ins Fernsehen. Unser Kamerateam ist wieder da. Ich bin total aufgeregt. Sind meine Haare? Ja. Meine Haare sind grau geworden. Danke. Und wir sind Drillinge. Das heißt. Doppelkampf. Geil. Lady Gaga und MacGyver, ab nach vorne. Okay, auf geht's. Hi. Oh, du bist Yoshi. Hallo, erinnerst du dich an uns? Zeigst du uns, wie stark du geworden bist? Okay, das war das Stichwort. Oh geil, ich bin so aufgeregt. Übrigens, mein MacGyver hat sich jetzt entwickelt. Magnetilo, yes. Krakilo. Das haben wir in der letzten Folge gesehen. Also in der vorletzten. Los, Lady Gaga und MacGyver. Ach, keine Ahnung. Ach, hat ihr Flurmel sich jetzt entwickelt oder was? Oh, Krakilo. Schaut aus wie so... Das. Er schaut aus wie so... So wie der Biathlon-Scheiben. Seine Ohren irgendwie, keine Ahnung. Na, was machen wir denn? Psychokinese auf Magnetilo und Funkensprung auf Krakilo. In die Mitte der Ohren. Muss man ja. Krakilo ist paralysiert, haha. Oh, Psychokinese. Naja, ist nicht sehr effektiv, aber die zwei wollen immer noch kämpfen. Funkensprung. Und Krakilo ist zu bescheuert, um anzugreifen. So, jetzt dann machen wir Psychokinese auf Krakilo und Funkensprung auf Magnetilo, mein Gott. Bringt zwar nicht viel, aber ist wurscht. Aber Magnetilo ist paralysiert? Hä? Das ist Elektro, kann trotzdem paralysiert werden. Strange. Krakilo ist schon mal weg. Ultraschall. Zieht 20 ab, aber ist mir wurscht. Psychokinese auf Magnetilo und Funkensprung auf Magnetilo. Und fertig ist die fertig, die Szene ist im Kasten. MacGyver erreicht Level 29. Interview Pia und Udo wurden besiegt. Das war aber ein intensiver Kampf. Hast du alles aufgezeichnet? Nö, ich hab die Verschlusskappe drauf gelassen. Du Arschloch! Arschloch! Großzügig! Erinnerst du dich? Das hast du uns das letzte Mal nach einem Kampf gesagt. So etwas vergesse ich nie. Was meinst du? Dürfen wir dich noch mal interviewen? Sollen wir interviewt werden? Ja! Ja, bitte! Ja, wunderbar, danke! Okay, wie würdest du deine Gefühle hinsichtlich unseres Kampfes beschreiben? Kurz und nett, bitte. Ja. Ja, kurz und nett, wie sie gesagt hat. Mach mal Blödkopf, oder? Ja. Blödkopf, weil die sollte mal stärkere Pokémon zulegen. Mach mal Blödkopf. Okay. Yeah, das ist das perfekte Schlagwort. Ich bin überzeugt, dass dies eine großartige TV-Sendung wäre. Vielleicht strahlen wir dies im Fernsehen aus. Also achte auf das Programm. Okay, man sieht sich. Ja, ihr Blödköpfe. Dann haben wir noch einen Angler hier. Servus. Ich bin ein Angler, aber auch ein Trainer. Ich ziehe die Pokémon auf, die ich gefangen habe. Bin mal gespannt, was du gefangen hast. Hoffe, kein kommt bloß nicht mit Carpador. Angler Albrecht, ein Carnivana. Cool, so Piranha. Los, Lady Gaga, mach lecker Fischstäbchen draus. Ach na, schmal, Lady Gaga hat da schlechte Karten, das ist doch Unlicht. Hol mal Dickmann. Dickmann ist hat eh Hunger. Knirscher. Wenn einer bissen wird, dann bist es du. Die Masse ging daneben. Das müssen wir von deinem Piranha groß erwarten, Mann. Ach, dumme Rauhaut. Noch ein Carnivana. Ey, Dickmann, du wirst einfach nicht satt. Wundert euch das? Ich glaube nicht so dick wie das Vieh ist. Ja, der kann essen und essen und ja, aber dafür ist das sehr stark dafür. Muss man auf jeden Fall sagen. Hab ich ihm beigebracht.
War es das Essen oder was? Ja. Angler Albrecht wurde besiegt. Ich dachte, ich wäre gut im Training. Bleib lieber beim Angeln, ist gescheiter. Okay, Leute, wir machen jetzt hier wieder einen Cut. Also bis dann. Ciao. Ciao.